Ich hatte ja versprochen, euch Nussecken nach eigener Rezeptur mal vorzustellen. Hier werdet ihr jetzt im Video sehen, wie ich diese produziere. Es ist auch in den Kommentaren ab und zu mal vorgekommen, dass da geschrieben wurde, dass die Nussecken von dem Gildo Horn nicht schmecken und ein Fehlversuch waren. Oder der Eindruck ist vielleicht auch entstanden. Das stimmt so nicht. Die haben auch geschmeckt, aber das Bessere ist des guten Feind. Wir brauchen für unsere Nussecken folgende Zutaten: für den Teig Mehl, Zucker, Butter, Eier oder ein Ei, als Geschmacksträger Salz, Zitrone, Vanille und ein bisschen Rum. Und die umstrittene Tonkabohne, einer meiner Lieblingsgewürze, aber nicht jedermanns Sache. Ich werde euch unter der Rezeptur einen Link reinstellen, wo man ihr über Tonkabohne nachlesen könnt. Warum umstritten? Hauptsächlich wegen dem Kumaringehalt. Des Weiteren brauchen wir für unseren Belag Butter, Zucker, Honig, auch da wieder Geschmack, Vanille, Zitrone, Salz und Glukose. Glukose ist hauptsächlich dafür da, damit die Nussecken, die Nussmasse nachher nach dem Backen schön glänzt. Seht ihr jetzt hier nicht, aber werdet ihr im Video sehen. Und natürlich Nüsse. Nüsse habe ich jetzt hier nur eine kleine Auswahl, werdet ihr aber im Rezept nachlesen können. Solltet ihr euch die ein oder andere Nusssorte da nicht gefallen, könnt ihr durchaus diese durch eine andere Nuss ersetzen. Auch bei diesem Nusseckenrezept machen wir uns als erstes einen Mürbeteig. Meine Butter, mein Zucker, möglichst fein. Ihr könnt da auch Puderzucker nehmen, Staubzucker. Dann Zitronenschale. Bisschen Salz. Weil überall, wo was Süßes drin ist, sollte auch Salz drin sein. Mein Ei. Meine Vanille. Vanille habe ich hier einfach getrocknete Vanillenschoten in so eine handelsübliche Pfeffermühle reingetan. Da male ich mir also immer bei Bedarf dann von der Vanille was rein. Tonkabohne. Tonkabohne, umstrittenes Gewürz, werde ich euch unter dem Rezept einen Link setzen. Da müsst ihr entscheiden, ob ihr es reinnehmt oder nicht. Ich liebe dieses Gewürz. Und ein Schluck Rum. So, das werde ich jetzt mit der Hand alles verkneten. Werde mir mein Mehl und mein Weizenpuder und mein Backpulver schon mehr oder weniger daneben stellen. Und auch ein Sieb in Reichweite, so dass ich gleich, wenn ich der Hand hier drin bin und alles verknetet habe, mit der anderen Hand das dazugeben kann. Dann braucht ihr euch nicht erst die Hände sauber machen und wieder losrennen. Dieser Teig muss jetzt ein, zwei Stündchen ruhen. Dazu schlage ich mir einfach in so eine Plastikfolie ein und lege ihn anschließend in den Kühlschrank. Würdet ihr versuchen, den jetzt so auszurollen, er würde euch andauernd reißen.
Also einlegen und in den Kühlschrank. Bevor wir zum Ausrollen des Mürbeteigs kommen, fetten wir unser Blech. Einfach ein Stück Butter auf dem Blech lang reiben. Oder man kann natürlich auch die Butter vorher auflösen und mit Zimmel verstreichen. Ich nehme sie einfach so, wie sie ist, aus dem Kühlschrank und reibe sie übers Blech. Anschließend gebe ich handelsübliches Semmelmehl aufs Blech und verteile das so ein bisschen, damit überall ein bisschen was an dem Blech klebt. Man sieht gleich, wo hat man gebuttert, wo hat man nicht gebuttert. Hier ist ein bisschen schwach, da auch, aber es wird trotzdem reichen. Der nächste Schritt ist, wir rollen jetzt unseren Mürbeteigboden und legen ihn aufs Blech. Und zu mal mit so einer Gabel einstechen, dass der beim Backen keine Blasen bildet. Und beiseite stellen. Da ist ja die ganzen Nüsse, Walnüsse, Macadamia-Nüsse, Cashewkerne nicht unbedingt immer gemahlen bzw. gehackt gibt. Muss ich hier selber mahlen. Mandeln bzw. Haselnüsse gibt es in der Regel gemahlen. Ich werde die jetzt erstmal kurz, nicht zu lange, und habe da so ein Pulver. Weil wir wollen ja noch einen gewissen Biss haben. Also kurz anmalen. Jetzt kochen wir unsere Nussmasse. Dazu gebe ich den Zucker, meine Zitronenschale, Vanille, auch hier wieder ein bisschen Salz. Meine Sahne meinen Honig, den ruhig in der Mikrowelle ein bisschen vorwärmen, dann ist der dünner und lässt sich besser gießen. Meine Butter, meine Glucose wichtig, damit die Nussmasse nachher nach dem Backen auch schön glänzt. Und einen Schuss Rum. Tonkabohne mache ich nur in den Boden rein. Dieses setze ich jetzt auf den Herd und lasse es kurz aufkochen. Diese Masse ist jetzt hier relativ dunkel. Das liegt daran, dass der Honig sehr dunkel war. Und sie hat doch so einen leichten Touch ins Rosane. Kommt von dem Stroh rum. Es wird sich nachher beim Backen aber mehr oder weniger relativieren. Man merkt es also nicht mehr so. Das lasse ich jetzt kurz aufkochen, dass sich alles richtig schön auflöst. Der Zucker mit dem Fett und der Feuchtigkeit aus der Sahne richtig schön karamellisiert. Nach ca. 2 Minuten Kochzeit mache ich den Herd aus und gebe meine Nuss-Mandel-Mischung dazu und rühre diese unter.
Lasst es jetzt noch 5 Minuten stehen, dass die Nüsse auch mal ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen und die Masse auch so ein bisschen abkühlt. Würde man sie jetzt 100 Grad heiß auf den dünnen Mürbeteigboden geben, könnte es sein, dass das Backpulver schon anfängt zu arbeiten und du sollst erst nachher im Ofen. Diese Nussmischung gebe ich jetzt auf meinen Mürbeteigboden. Und verstreiche die. Zieht den Mürbeteig ruhig ein bisschen höher. Ich habe jetzt hier den fast zu wenig gemacht. Das wird nachher beim Backen hier sicherlich rüberlaufen. Wenn ich es jetzt als verstrichen habe, schiebe ich das Blech bei 170 Grad oder 175 Grad in den Backofen mit Oberhitze, Unterhitze. Die Backzeit wird circa 40 Minuten, 45 Minuten betragen. Sollte er bei euch vorher braun sein, nehmt ihn natürlich raus. Nach ca. 35 Minuten bin ich der Meinung, dass die Backfarbe also reicht. Ich nehme ihn jetzt raus. So, jetzt lasse ich den fast ganz abkühlen, bevor ich ihn schneiden werde. Jetzt kommen wir zum Schneiden. Zum Schneiden sollte der Kuchen bzw. die Nussecken nicht ganz kalt sein, aber auch nicht mehr warm. Sind sie jetzt zu kalt, kann es passieren, dass die brechen, zu warm. Ziehen sie sich so ein bisschen auseinander. Wir haben jetzt hier eine Temperatur, na, ich schätze mal so knapp 30 Grad noch. Jetzt schneide ich mir die in Eckenform. Heißt, ich teile einmal in der Mitte und dann nochmal, sodass ich also 4 so eine Dreiecke rauskriege, 4 so eine Streifen rauskriege. Bevor ich jetzt mit Schokolade überziehe, müssen sie jetzt absolut kalt sein. Der nächste Schritt ist, ich habe jetzt hier meine temperierte Kuvertüre. Unterm Rezept wird der Link stehen, wie man Kuvertüre temperiert. Dann habe ich hier meine Nussecken. Die müssen jetzt absolut abgekühlt sein. Selbst eine kleine Restwärme würde dafür sorgen, dass die Kuvertüre grau wird. Und tauche ich die entweder an einer Ecke oder an zwei Ecken oder auch an drei Ecken einfach in die Schokolade und setze sie jetzt auf so ein Papier, damit sie
fest werden können. Hier seht ihr jetzt die fertigen Nussecken. Ich hoffe, diese Rezeptur hat euch auch gefallen. Vergleicht mal die Rezeptur zu den anderen Nussecken, die ich gemacht habe. Oder macht mal eventuell beide nach und entscheidet dann bitte selber, welche euch da am besten schmecken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Wünsche, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst in den Kommentaren bitte einfach euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.